Oh, das hört sich nach einem hoffentlich. Du hast gesagt, ich wollte mich gerade auf den Weg nach Ishgard machen, um nach dir zu suchen. Du erinnerst dich doch sicher noch an Faith, den nach Familiar. Wir arbeiten mit ihm zusammen und an einem Plan, um Diabolos und den Sarg der Königin zu finden. Wir haben von allerlei Piraten berichtet. Berichte über Sichtungen von Nichtsgesandten erhalten. Daher wissen wir, dass dieser geflügelte Bastard sich irgendwo in den Wolken versteckt. Wir wissen nur nicht genau wo. Und was die Vorgehensweise beim Aufspüren seines Aufenthaltsortes angeht, liegen Leofard und das Kätzchen sich gerade in den Haaren. An dieser Stelle kommst du ins Spiel. Wenn du kurz Zeit hast, würden wir gerne deine Meinung dazu einholen. Außerdem würde sich Leofard über eine weitere helfende Hand bei der Suche freuen. Also komm, am besten so bald wie möglich zum Krähennest. Und du kennst den Weg von hier aus, oder? Ja, auf zum Krähennest. Ich hoffe nur, dass die nicht das gleiche machen wie bei Ivalice Raid. Ich bin immer noch sehr frustriert darüber, dass man einfach mal so Wein suchen musste. Falls ich das noch nicht hochgeladen habe, ja, dann wisst ihr Bescheid. Auf YouTube, die Leute. Vielen Dank für dein Kommen. Der Captain und die Katze sind drin und frönen noch immer ihre Diskussion. Bitte sprich mit Leofard, bevor ich beiden an die Ruhe gehe. Ich finde das cool, dass die so extra Gebiete reingemacht haben, wo man so noch ein bisschen rumlaufen kann. Ist zwar nur so ein kleiner Bereich, wo eigentlich nichts ist, außer vielleicht also für diese Quest, aber... Aber es ist trotzdem irgendwie so, als würde man was Neues mal sehen, ne? Schick mich bitte nicht Wein holen, bitte nicht, nein. Wenn du hier bist, um nach dem Sarg der Königin zu fragen, kannst du gleich wieder abziehen. Dieses nervige Feldmaul stößt mir so sauer auf wie verdorbene Steingeistmilch. Was denn? Warum? Leofard, Murasaki hat den weiten Weg auf sich genommen, um uns zu helfen. Und das auf dein Bitten, möchte ich hinzufügen. Sie hat es zumindest verdient, den aktuellen Stand der Suche zu erfahren. Von der Suche bekomme ich noch ein Magengeschwür. Das ist der aktuelle Stand. Berichten zufolge lauert Diabolos irgendwo in den Wolken und sammelt seine Truppen. Aber der Himmel ist so weit wie der Ozean. Tief ist, wie der Ozean tief ist. Und wir haben einfach nicht genug Sanovas, um das gesamte Wolkenmeer zu durchpusten. Darum habe ich mein Glück mit Radia versucht. Du erinnerst dich doch noch an sie, oder? Anführerin der Havien, blonde Haare, ein Auge, hat unseren verfluchten Kompass gestohlen? Nun, ich habe sie mit der Kontaktperle belauscht. Die ich im Gehäuse versteckt habe, in der Hoffnung, so etwas Nützliches in Erfahrung bringen zu können. Aber alles, was ich gehört habe, sind Schnarchen, Nörgeleien und anzügliche Witze über den Papst. Scheint es so, als hätten wir keine andere Wahl, als die Sache auf die mühsame Tour zu regeln. Aber ein gewisses maunzendes Ärgernis weigert sich, diese Sache anzuerkennen. Du kannst doch nicht ernsthaft hoffen, mit dieser spärlichen Anzahl von Taugenichtsen das gesamte Wolkenmeer abzusuchen. Mein Vorschlag, die Hilfe der anderen Piratenbande zu ersuchen, scheint mir unter den gegebenen Umständen äußerst vernünftig zu sein. Ach, halt das Mäulchen, du räudige Straßenkatze. Du hast doch nicht den blassesten Schimmer davon, wie wir Luftpiraten operieren. Im besten Fall müssen wir einen Handel eingehen, bei dem wir alle gefundenen Schätze abtreten müssen, wenn man uns nicht schon vorher laut lachend wieder vor die Tür gesetzt hat. Vielleicht solltest du nicht immer
annehmen, dass alle Leute da draußen deine verkommenen Sitten teilen. Wenn wir den Versuch unternehmen, finden sich mit Sicherheit einige, die wir davon überzeugen können, dass wir hehre Ziele verfolgen. Und so geht das schon die ganze Zeit. So wie ich die Piraten kenne, muss ich dem Captain allerdings recht geben. Aber was mit dem Rüstung? Hast du eine Meinung dazu? Wir sollten die Sache... Sorry. Wir sollten die Sache selbst nehmen. Da siehst du's. Sogar Murasaki gibt mir recht. Wir machen weiter wie bisher und versuchen, so viele Gebiete wie möglich abzudecken. Nun, wie auch immer, wie die Sache angehen. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Vielleicht fällt mir ja noch etwas Besseres ein, um die Suche zu beschleunigen. Du könntest doch eigentlich wieder deinen Abenteuern widmen, Murasaki. Es sei denn, du möchtest uns noch bei einer anderen Angelegenheit unter die Arme greifen. Ihr merkt, ich werde langsam... Ja, ist halt so. Können wir nicht ändern. Unsere Technikerin Utada hat irgendwas von der Nichtseiche gemurmelt und flucht schon seit Tagen vor sich hin. Vielleicht kannst du ihr ja aus dem Dilemma helfen. Naja, wenn es mit der Nichtseiche zu tun hat, dann ist es wenigstens noch Story beinhaltet. So. Sie ist immer noch mit der Forschung im Wolkenmeer beschäftigt, oder? Nun, sollte mich wohl lieber mit dem Zustand der Nichtseiche befassen, als diese furchtlose Debatte fortzuführen. Ich werde dich dort treffen, Murasaki. Ich hoffe ja, dass wir da ja jetzt wieder in Raid kommen, weil. Aber na gut, vielleicht haben wir wahrscheinlich erst noch eine Quest vorher. Solange es mit der Story zu tun hat und nicht wieder so ein Weinhol-Scheiß ist, ist das okay. Irgendwelche Infos, die ich brauchen kann, gebrauchen kann.
Was bedrückt dich, Fräulein Utata? Wir haben gehört, du wärst besorgt wegen etwas, das mit der Nichtseiche zu tun hat. Fräulein Utata, was macht ihr denn da? Arme Kate Sis. Ah, jetzt geht's mir schon viel besser. Aber Kate Sis nicht. Bitte entschuldige, Kate Sis. Du hattest das Pech, gerade in dem Moment in mein Blickfeld zu rücken, als ich den unbändigen Zwang verspürte, etwas Warmes und Pelziges zu knuddeln. Ich bin auch warm und pelzig. Okay, das war falsch. Dieser verdammte Ektokompass. Ich habe noch einen gebaut, müsst ihr wissen. Und er ist vollkommen identisch mit dem ersten Kompass, den Radlia gestohlen hat. Aber seht mal, er zeigt in eine völlig andere Richtung als die, wo die Nichtseiche eigentlich sein sollte. Ich verstehe nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich habe die gleichen Pläne verwendet, die gleichen Bauteile. Ich kann deinen Ärger gut nachvollziehen. Und du bist dir sicher, dass kein Fehler im Design oder bei den Materialien vorliegt? Absolut. Ich habe jedes einzelne Teil optimiert, angepasst und ersetzt. Aber der Kompass funktioniert einfach nicht, wie erwartet. Ich bin kurz davor, das verdammte Ding in den Abgrund zu schmeißen. Was hältst du von der Sache, Murasaki? Irgendwas könnte mit der Lichtseife passiert sein. Ja, der Grund könnte tatsächlich gar nichts mit dem Kompass zu tun haben. Wir müssen dieses Dilemma mit etwas mehr Abstand betrachten. Kannst du uns erklären, auf welche Weise der Ektokompass die Nichtseiche ausfindig macht? Letztlich geht es nur um die Äthersignatur. Ich habe herausgefunden, dass die Nichtseiche von einer Energie umgeben ist, deren Zusammensetzung äußerst speziell ist. Also habe ich den Kompass einfach so eingestellt, dass er diese einzigartige Signatur aufspürt. Und diese Signatur geht nicht vom, von der Eiche. Ja, Selina, aber später und hi! Eine spezielle Äther-Signatur also. Ah, natürlich. Die Eiche befähigt sich durch die von den Nichtgesandten abgezapften Energie. Könnte es nicht sein, dass der Kompass gar nicht das Luftschiff selbst, sondern den Äther, der in den eingeschlossenen Kreaturen verfolgt? Hab halt so viele Games zu zocken, dass ich immer eine Abwechslung brauche. Das würde zumindest erklären, warum der Kompass nun in eine ganz andere Richtung zeigt als erwartet. Schließlich sind Diabolos und die Schattenkönigin nicht länger an Bord der Eiche. So damit sagen, dass wir, wenn wir einen Kurs basierend auf den Werten des Ektokompasses errechnen, direkt auf der Türschwelle des Dämons landen? Ganz genau, Fräulein Utada. Und wenn meine Theorie stimmt, dann benötigen wir keine Hilfe von außen mehr bei der Verfolgung dieses flüchtigen Unholds. Pass auf, die bekommt wieder einen Knuddelanfall gleich. Ja, hallo? Oh, Stasia! Gut, dass du dich meldest. Du wirst nicht glauben, welche wundervolle Entdeckung wir gerade. Ein Luftschiff der Harpyien wurde auf dem Weg zu unserem Nest gesichtet. Wenn sie auf Rache aus sind, sollten wir lieber so schnell wie möglich zurückkehren und uns bereithalten. Oh nein.
Bitte lass uns automatisch dahin. Ich habe keinen Bock, dahin zu fliegen. Komm, entfliegen, Rotschnabel. Wir benötigen deine Hilfe, um Captain Radlia zu retten. Sie ist dem Kompass wahrscheinlich gefolgt und ist jetzt in Gefahr. Du bist doch einer von Radlias Kumpanen. Du bedrohst meine Leute, stehst unseren Kompass und kommst dann angekrochen und flehst um Hilfe? Welchen Mist habt ihr Schwachköpfe euch da eingebrockt? Ja, wir haben deinen verdammten Kompass gestohlen, aber er hat uns nicht zum Geisterschiff geführt. Stattdessen landeten wir in ein paar moderiger alten Ruinen, in denen es von Nichtsgesandten nur so wimmelten. Ehe wir uns versaßen, hat eine Art Spinnendämon unsere Schiffe vom Himmel geholt. Wir beide konnten gerade noch entkommen, aber wir mussten mit ansehen, was mit unseren Kameraden am Boden geschah. Wenn Captain Radlia dieses Massaker überlebt hat, sitzt sie dort nun ohne einen Fluchtweg fest? Ja. Also nicht ja, dass die da nicht wegkommt, sondern das heißt wahrscheinlich, dass wir wieder in den Raid kommen. Warum versuchst du es nicht mal mit der Kontaktperle, Captain? Vielleicht können wir so zumindest feststellen, ob Radlia überhaupt noch am Leben ist. Ach, so viel Rauschen, da kann ich kein verdammtes Moment. Ich höre was. Sie sind hinter dem M-Hache-Artefakt her. Verdammte Dämonen suchen danach. Versteckt euch! Und danach nur noch Geschrei. Anscheinend ist Radley ja noch am Leben. Aber wer weiß, für wie lange noch. Die Schreie klangen alles andere als gespielt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Harpien uns eine Falle stellen wollen. Denk dran, wenn wir denen helfen, sind sie uns ja schuldig, ne? Ein Teil von mir möchte Radlia ihrem Schicksal überlassen, aber ich lasse mir doch nie ein Abenteuer entgehen. Besonders dann nicht, wenn es nach reicher Beute riecht. Also, wo finde ich diese Ruinen? Du wirst uns also helfen? Du bist ein guter Mann, Rotschnabel. Wir haben den Captain im Jaffaim Regenmoor zurückgelassen. Nordwestlich von Mordona. In Jaffaim, sagst du? Dann muss es sich ja um die Ruinen von Emhach handeln, die bei Shatottos schwarzem Herz. Ob sie wohl hinter dem Nullstein her sind? Was war das, Mieze? Du glaubst, du wissen, worauf sie es abgesehen haben? Na schön. Utata, sieh zu, dass diese Harpien versorgt werden. Mach die Freimille klar, Stadt klar. Spar nicht am Öl. Du weißt ja, wie ungern ich so wie gerne ich sie schnurren höre. Murasaki, Stasia, bringt das Fellknäuel in meine Gemächer. Damit wir unsere bevorstehenden Abstriche in das Alter am Hach besprechen können. Selbst weil Ventilator kann gegen die Seelze nicht viel machen.
Na schön, Fellknäuel. Dann lass mal was hören über das Artefakt, das Diabolos an sich reißen will. Wenn ich über den Nullstein sprechen soll, muss ich zunächst mal erklären, wie die Magier von M'Hach sich die nichtgesandten Untertan machten. Je mächtiger der Nichtsgesandte, desto schwieriger ist es, seine Präsenz in dieser Welt zu manifestieren. Ihr könnt es euch so vorstellen, dass ihr ihre eigene immense Stärke sie wie einen Anker nach unten zieht und verhindert, dass sie die Oberfläche zu unseren Dimensionen durchbrechen. Aus diesem Grund kooperieren sie mit sterblichen Magiern. Ein Magier kann ein geeignetes Gefäß für die Beschwörung bereitstellen oder einen Dimensionsriss öffnen, durch den das nichtsgesandte Wesen in unsere Welt gelangt. Lass mich raten. Der Magier zwingt den Nichtsgesandten im Gegenzug für die Einladung in unsere Welt einen Pakt auf? Richtig. Doch es wäre töricht, darauf zu vertrauen, dass solch verschlagene und bösartige Kreaturen sich an einen wie auch immer geartete Abmachung halten würden. Daher konstruierten die Magier ein okkultes Element, das die Unterwerfung der Nichtsgesandten sicherstellen sollte. Eine Art Rückversicherung, die sich meines Wissens noch immer in den Überresten der antiken Stadt befindet. Der Nullstein wurde als der letzte Ausweg betrachtet. Sollte eine Nichtsgesandte seinen Pakt brechen und sich gegen seine Beschwörer auflehnen, hätte der Magier das Relikt nutzen können, um selbst die Existenz des mächtigsten Wesens völlig auszulöschen. Ich kann mir nur zu gut vorstellen, dass die oberen Ränge der Nichtsgesandten solch eine Bedrohung nicht auf die leichte Schulter nehmen. Anscheinend waren diese Magier genauso skrupellos wie die von ihnen beschworenen Monster. Wenn es um den Ruhm von M'Hach ging, heiligte der Zweck stets die Mittel. Jedenfalls können wir nun davon ausgehen, dass Diabolos den Nullstein sicherstellen will, bevor er in die Hände von Sterblichen fällt. Damit stünde der Herrschaft von Skirtach nichts mehr im Wege. Alles klar, wir wissen also, worauf die Unhalter es abgesehen haben. Aber ich verstehe nicht, warum die Magier ein solch wertvolles Relikt zurückließen, obwohl sie wussten, dass eine gigantische Flut kommen würde. Seine Wichtigkeit war gerade der Grund, warum man sich entschied, dass eine Verlagerung zu risikoreich wäre. Der Nullstein wird in einem Bauwerk aufbewahrt, das eigens zu diesem Zweck errichtet wurde. Gesichert hinter mächtigen Abwehrmechanismen und geschützt von tödlichen Wächtern. Und mit dem Anstieg des Wassers hielt man es für das Beste, wenn das Artefakt zusammen mit der Stadt untergehen und sich so den Zugriff von rachsüchtigen Nichtsgesandten entziehen würde. Aber nun, da Jaffaim eher einem Sumpf als einem Meer gleicht, müssen die Dämonen nur noch die Abwehrmechanismen und die Wächter überwinden. Und sie würden ihre Zeit dort unten sicherlich nicht verschwenden, wenn sie nicht einen Trick hätten, um die Abwehrmechanismen zu durchbrechen. Ja, das ist wohl ein Rennen geworden, bei dem es darum geht, wer sich den Schatz zuerst unter den Nagel reißen kann. Ein Wettstreit ganz nach dem Geschmack eines jeden Luftpiraten. Also schleichen wir uns in die Ruinen, schnappen uns das Relikt und retten Radliat vor diesen Unholden. Nun, ich nehme an, wir können sie retten, während wir uns dort nach Beute umsehen. Ich werde mir den neuen Kompass von Utata besorgen, damit wir wissen, wo es lang geht. Überprüft eure Waffen, packt das Nötigste zusammen und trefft mich beim Landeplatz, wenn ihr bereit zum Aufbruch seid. Uff.
Wir fliegen von hier direkt nach Jaffaim. Sobald wir angekommen sind, übernimmst du mit deiner Bande von Abenteuern die Vorhut. Jawoll! Genau wie damals auf der Arche. Dringt einfach in die Tiefen vor, bis ihr diesen Nullstern erreicht. Wir sollten es nicht riskieren, so wie die Harpien vom Himmel geholt zu werden. Daher landen wir am besten ein Stück weit weg von den Ruinen und schlagen uns dann zu Fuß durch. Das Feldknoll behauptet, den Ort gut genug zu kennen, um uns führen zu können. Die Rotschnäbel und ich werden euch als Rettungseinheit nachfolgen. Ihr konzentriert euch darauf, einen Weg zu dem Artefakt zu bahnen, während wir alle Ecken und Winkel nach Radlia und ihren Leuten absuchen. Und werdet ja nicht leichtsinnig. Wenn ihr erstmal die Ruinen erreicht habt, da drin gibt es bestimmt Golems und so, die noch viel schlimmer sind als die Monster draußen. Wir wollen schließlich nicht, dass unsere Heldin ihren Kopf verliert, nicht wahr? Ja, statt der Tränen. Nice, da haben wir wieder was zu tun. Oder eher gesagt, da haben wir wieder was zum Warten.